Hi, wunderschönen guten Morgen. Ich habe mir gedacht, okay, ich nehme euch einfach mal mit auf einen Tag bei mir, so gesehen, am Krebsstand. Und es ist jetzt, weiß ich nicht wie viel Uhr, wahrscheinlich jetzt gleich 9 Uhr. Für mich ist das sehr, sehr früh. Ich bin eigentlich ein totaler Langschläfer. Und ich habe gedacht, ich nehme euch einfach mal einen Tag mit und guck euch, oder zeig euch besser gesagt mal, wie es da ist. Vor allem jetzt, wo die Blumenfrauen jetzt haben zu abhauen. Es ist jetzt Donnerstag, wo ich das aufnehme. Ich habe kein SD-Kartenlesegerät, deswegen mal gucken, wann ich das hochladen kann, ob Mediamarkt eins hat. Ich hoffe mal, dass Mediamarkt eins hat. Wenn nicht, wäre doof. ich habe gedacht, nehme ich einfach mal einen Tag mit, damit ihr mal einen Tag da sehen könnt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich im Krebsstand wieder. Stand erstmal und ist für mich auf jeden Fall noch sehr, sehr was Neues, mich in der Öffentlichkeit auf allem zu füllen. Und ich habe mir jetzt eine Kamera geholt. Wir müssen gleich mal gucken, wir müssen gleich mal rübergehen zu den Blumenfrauen. Die lachen mir nämlich gerade sehr, sehr aus, weil ich natürlich jetzt auch mal eine neue Kamera habe seit gestern. Und ich mir jetzt erstmal selber filme und jetzt auch mal ein bisschen mit der Kamera quatsche. Bestimmt ein bisschen bescheuert aussieht. Wir sind auf jeden Fall schon angekommen. Jetzt werden wir mal gucken, ob wir heute immer Spannendes erleben. Wenn ja, werde ich auf jeden Fall natürlich filmen. Muss dann noch beim Mediamarkt rein, muss mir noch eine SD-Kartenleser kaufen für diese Kamera. Und dann schauen wir mal. Wir gehen mal ganz kurz rüber und gucken mal, was die Blumenfrau da sozusagen hat. Aber die mir gerade total auslacht, die Sau. Also jetzt besuchen wir mal die Blumenfrau. Die junge Dame, die mich gerade ausgelacht hat. Wunderschönen guten Abend oder wunderschönen guten Morgen, Blumenfrau. Guten Morgen. Guten Morgen. Warum hast du mich eben ausgelacht? Weil das sehr lächerlich aussah. Ich dachte schon, du machst wieder deine Haare zurecht oder so. Das sah sehr lächerlich aus, findest du? Ja, das kam mir auch sehr, sehr lächerlich vor. Hallo Blumenfrau, wink mal. Hallo. Das ist die Blumenfrau. Die Blumenfrau wird uns in der nächsten Zeit verlassen, leider. Okay. Willst du heiraten? Oder? Was? Das war ein Trauersong, kein Heirat. Du kennst keine Hochzeitssongs, ne? Nee, ich hab noch nie geheiratet. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich habe noch. Gut, das haben wir mit dem Blumenfrau. Ich muss jetzt kundschaften. Du hast jetzt kundschaften. Sie muss kundschaften, ich gehe rüber, muss nicht kundschaften. Bis später. Die haben mich weggejagt, die Schweine. Mann. Es ist immer noch sehr, sehr unangenehm, aber ich glaube, man kann sich dran gewöhnen. Ich glaube, hier ist es glaube ich ganz gut, weil die Leute kennen mich hier und die wissen schon, dass ich verrückt bin. Von daher ist das egal. Oder ich glaube, das ist gerade am schlimmsten. Jetzt gehen wir mal über den Mediamarkt und gucken mal, ob wir da SD-Kartenlesegerät für mich finden, damit ich auch diese Videodateien, die ich hier aufnehme, auch irgendwie hochladen kann. Mal gucken. Bin ich der beste Vlogmaster? Ich hoffe, der Sound stimmt. Wenn nicht, dann erst einmal. Nimm's hin. So eine Kacke. Ich bin zu blind. Ah. Ich hab's tausendmal dran vorbeigelaufen. Und wow. Das war einfach direkt in meine Fresse. Hab's direkt gesehen. Hallo! Hast Hunger? Komm her. Kriegst von mir ein bisschen leckere. Das kriegst du von mir. Okay, easy. Bereit? Fuck. Und nochmal. Pass auf. Fang. Und einmal noch. Fang. Oh. Tschüss, das war's. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Gib Pfote. 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 Gib Pfote. Nee, tschüss. Den, tschüss. Den, tschüss. Nö, nö, nö. Tschüss. So, ich werde natürlich jetzt auch einmal ein Crepe-Tutorial machen, weil wenn ich schon Crepe verkaufe, kann ich das natürlich auch mal machen, weil ich bin ja hier, ne? Dann kann ich es auch machen. Also hier zeige ich euch mal ganz, wie man Crepe macht.
Keine Krebs sind glückliche Krebs. Meine liebe Dicke von Kaufland möchte jetzt einen Crepe, aber sie will nicht gefilmt werden, weil sie so hässlich ist. Ihr seht gerade das Gold wert, wenn ich das filmen könnte, wäre der Shit. Darf ich leider nicht. Ich esse übrigens auch gerade Mittag. Und da ich auf Diät bin, esse ich natürlich nur gesunde Sachen. So, jetzt gerade gegessen. Jetzt heißt es warten auf Kundschaft. Und warten und warten und warten. Hallo? Kundschaft? Keine Kundschaft. Hier ist so wenig los, ich finde noch nicht mal Leute in Hearthstone. Ja, ich spiele Hearthstone, wenn nichts los ist. Was soll ich auch noch anderes machen? Oh, ich habe Gegner gefunden. Ich muss aufhören zu vloggen. Ich will Hearthstone spielen. So, ist jetzt 17 Uhr. Ich habe noch drei Stunden. Ich habe ja bis 8 immer. Dann noch eine Stunde nach Hause fahren. Und dann melde ich mich nochmal, wenn ich zu Hause bin. Aber bisher ist nichts Spannendes passiert. Ich denke auch noch nicht mal, dass noch was Spannendes passieren wird. Es ist mal wie immer nichts los jetzt gerade. Vorhin war ein bisschen Schwung, aber hey, jetzt sitze ich hier wieder rum. Und würde sagen, ich melde mich nur, wenn ich zu Hause bin. Und ich gucke mal auf den Bildschirm, das ist ein bisschen irritierend. Bis gleich. So, ist jetzt abends. Und ich denke mal, ich gehe jetzt pennen. Heute Abend schaffe ich sowieso nicht mehr, das Video zu schneiden. Also ich werde dann wahrscheinlich erstmal... Haben wir das geschnitten? Morgen, Karfreitag. Mal gucken, ob es noch Karfreitag kommt. Wenn nicht, kommt's. Solltest du, ihr wisst ja, was gekommen ist. Ich weiß es noch nicht. Aber irgendwann die Tage wird es auf jeden Fall kommen. Das war so ein Zusammenschnitt von meinem Tag. Bin noch nicht so ganz, ganz gut im Vloggen, weil, naja, das mache ich noch nicht so häufig. Das ist das erste Mal jetzt hier, dass ich das mache. Von daher hoffe ich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr... Handy halt die Schnauze. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder allgemein nur was kommentieren wollt, dann tut das. Gute Nacht, schlaft gut oder guten Morgen oder viel Spaß beim Mittagessen. Ich hoffe, ihr habt es nicht ausgekotzt bei dem Angesicht meiner Fresse. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Hallo, ich bin Bob. Das ist ein Schaf. Das ist Ellie, die Eule. Die werde ich fast noch beide mehr vermissen als die beiden Blumenflaumen. Das ist Bob. Das ist Ellie, die Eule. Fred, der Frosch ist gar nicht mehr da. Den habe ich doch verkauft für 4,90 €. 4,90 €? Mehr war er dir nicht wert. Da fragte der Kunde, ob der denn schon weg sei, weil der Name drunter steht. Stimmt, das war Murat, ne? Murat, der Frosch. Murat, der Frosch. Murat, der Frosch. Guck mal, und hier... Hier ist Karlsson, der Hase. Oder Hansi Hase, und das ist Karlsson, der Hase. Ach ja, Vloggen fällt mir noch gar nicht so leicht, aber mit den beiden hübschen Frauen hier gibt es auch Klicks. Immerhin. Ich packe euch einfach aus Thumbnail. Nackt. Das gibt Klicks. Bestimmt. Muss. Ich brauche Klicks. Klickt das Video, gebt einen Daumen nach oben. Und wenn nicht, dann finde ich euch und schlachte eure Mütter ab. Gute Nacht.